Begrüße euch zu einem weiteren Part von Portal 2. Im letzten Part meinte GLaDOS, ich habe nochmal im Schnitt nachgeschaut, sie meinte, dass wir nach der Testkammer zwei Personen sehen, die wir lange nicht gesehen haben. Fälschlicherweise hatte ich im letzten Part gedacht, dass es schon in der Kammer passieren sollte, aber nein. Es soll jetzt erst passieren und naja, ich erhoffe mir genau gar nichts. Denn GLaDOS ist GLaDOS. Der Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Aha, und das hast du bestimmt für die Wissenschaft überprüft, ob er resilient gegen Nervengift war, ne? Erinnert mich ein bisschen an Rick und Morty aus der einen Folge, wo der eine Typ meint, ja, ich bin säureresistent, falls ihr die Stelle kennt. Okay, ich hole mir den Cube so. Also zur Erklärung, irgendein Boy in der Serie meinte, ja, ich bin säureresistent. Dann wurde er in Säure getunkt und er war nicht resistent. So viel kann ich euch sagen. Mit dem Cube geht die Tür auf. Aber durch den Laser... durch den Laser fährt die Plattform hoch und ich komme nicht hoch. Wie kann ich den denn noch blockieren, außer mit dem Cube? Moment. Nee. Ich muss ihn da vorne hinlegen. Oh, okay. Ja, es war ziemlich simpel. Man muss nur... Wenn man es verstanden hat, ist es... Ups. Ist es ziemlich simpel. Man muss jetzt nur zuerst den richtigen Weg finden. Denn jetzt kann ich mich auf die Plattform stellen, das blaue Portal einfach abändern und der Cube fällt runter. Okay. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Ja, dachte ich. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Ich habe GLaDOS auch am Anfang des Parts noch verteidigt mit, dass ich falsch zugehört habe und die Überraschung jetzt erst kommen sollte. Und sie hat einfach trotzdem noch eine Kammer nach hinten geschoben. Das ist an dem Punkt nicht mehr meine Schuld, GLaDOS, das ist dein Verschulden. Teil 4, die Überraschung. Ah. Oh. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Ach. Überraschung. Ich danke für die Überraschung. Glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Wenn du wüsstest, dass du mich verstoßen hast, dann würdest du es vielleicht ein bisschen anders sehen. Oh Gott. Also wenn ich jetzt schon die Complexity von dem Raum sehe, nachdem ich bei dem ersten eben so reingesackt habe. Der steht wieder hinter so einem Netz, also nicht Netz, hinter so einem Gitter. Das heißt, ich muss ihn auf jeden Fall mit dem Laser wegballern. Und ich brauche als allererstes einen Cube, wofür der Schalter sich wo genau befindet. Hä? Bringt mir das hier was? Ah ja, hier, okay. Ich habe gerade eigentlich nach einem Kabel geschaut, also nach so einer typischen Verbindung wie dort. Aber es wurde nirgendwo was angezeigt. Und der fliegt jetzt hin und her, oder was? Ah, da kommen zwei gleichzeitig raus. Hä? Ich kann die auf jeden Fall einstecken, die Lichtbrücke. Und dann kann ich die... Ja. Irgendwo platzieren. So oder so komme ich aber nicht an den Cube ran von der Position hier. Und ich muss auch auf den Kollegen noch aufpassen. Hä? Ich bin confused. Den kriege ich auch vorher nicht weg. Auch so bringt mir das nicht wirklich viel. Doch, tut's. Doch, okay. Dahin. Und dann prallt der nach da ab und der andere fällt darüber.
Ja gut, halt bis dahin. Was etwas sehr enthusiastisch. Lassen wir uns hier runterfallen. Auf ganz safer Basis. Dann nehme ich den ersten Cube, um den Laser, ja, keine Ahnung, das ist jetzt gerade relativ egal, erstmal bis dahin zu lenken. Bin am Bot vorbei. Lass mich in Ruhe. Stop. Dankeschön. Und jetzt ballern wir ihn weg. Oh, das Gitter ist aber nicht kaputt gegangen. Weird. Wenn ich den hier platziere, treffe ich zwei. Oder hier treffe ich auch zwei. Ich kann aber auch den hier auf die Wand richten. Die ist nicht ohne Grund weiß. Oh, lol. What? Au. Wir haben jetzt mehr Laser. Portale, habe ich recht? Wundervoll. Lass mich mal trotzdem irgendwie durchgehen. Au, au, au. Oh. Und dann kann ich das blaue Portal irgendwo hinsetzen. Ich habe aber keine Schräge in der Wand. Also bringt mir das doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Auch da bringt der Laser mir nicht sonderlich viel. Das heißt, ich werde den hier vermutlich einfach wirklich dafür nutzen. Nehme den hier mit. Alter, ich hab's halt aber auch, mich mir Verbrennung zuzuziehen, ne? Au, au, au! Ah, okay. Das war ziemlich simpel. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Okay, halt's mal. Das ist jetzt unnötig. Na, no, so schwer ist das hier auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade so lange hadere. Ich glaube, ich lasse mich einfach ein bisschen von der Größe des Raums overwhelmen. Im Endeffekt, es waren nicht so schwer. Es waren einfach nur drei kleine Puzzles, separat gesehen, die man lösen musste. Weiß nicht. Ich gucke, dass ich euch das ein bisschen zurechtschneide, weil ich hing hier doch eine Weile länger, als ich sollte. Anyways. Hey, wie geht's? Was, wo? Oh, hi! Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause! Ah, okay. Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden geht's ihm gut, Leute? Von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch fünf Kammern. Was war das für ein Gespräch, Wheatley? Aber okay, fünf Kammern habe ich verstanden, habe ich gegettet. Ich mache einfach weiter. Die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ja, GLaDOS. Genau. Das hier sieht nach Fallbeschleunigung aus und auch wieder nach Cubes. Da sind Bots, warum auch immer. Ich denke mal, die werde ich auch wieder weglasern müssen. Auch wenn ich, wie im letzten Part angemerkt, nicht mehr wirklich Lust darauf habe, die alle kaputt zu machen, aber was soll's. Den können wir uns auf jeden Fall als erstes holen, den Cube, indem wir da ein Portal hinsetzen. Dann haben wir schon mal die beiden. So. Da befindet sich der Laser. Ich glaube, die müssen sogar in der richtigen Reihenfolge aktiviert werden. Ne? Ja, eins, zwei. Sorry, Jungs. Tut mir leid. Da oben ist noch ein Cube. Den hole ich mir irgendwie. Fallbeschleunigung halt, aber hier unten ist kein Platz dafür. Imagine, das hätte geklappt. Kann ich hier irgendwo Fallbeschleunigung aufbauen? Oder kann ich mich von den Plattformen da drüben bis in das Portal reinschleudern lassen und dann da oben rausschleudern lassen? Das wäre eine Möglichkeit. Komme ich aber dahin? In erster Linie. Ich komme da höchstens hoch. Schauen wir uns das da oben noch an, bevor ich hier irgendwas Voreiliges mache.
Nee, hier ist nur der Laser. Okay. Falls jemand Lust hat, kann er einen Counter erstellen, wie oft ich in die Laser reingelaufen bin in dem Part. Das dürften einige Male gewesen sein bis jetzt. So, den hier drauf. Habe ich so eine Art kleine Treppe. Nein, das reicht nicht. Verdammt. Wenn ich die hier so hinstelle? Nee, die fallen runter. Kann ich da ein paar... ja. So einfach ist es. Okay. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Das hat zwar gar keinen Sinn ergeben, aber ich habe ihn. Ich weiß nicht, warum ich heute so kompliziert denke. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Es ist so einfach, die Lösung, in so vielen Fällen. Aber komm schon, das war einfach nur Bad Luck. Aber ich gehe so viele Umwege. Gar nicht notwendig werden. Mann! Dann mache ich es jetzt auf ganz safe. Holy. Ja, dann habe ich wenigstens einen Titel für den Part. Der nicht erfolgreichste Portal-Part bis jetzt. So, jetzt müssen wir darüber. Das machen wir dann über die Wand hier oben. Oh, ein Testapparat. Indem ich das... Achso, nee, ich brauche das Orangen-Portal eh nochmal. So, dann wirst du hochgeschleudert. Und du wirst darüber geschleudert und dann folge ich dir. Zack, zack. Blaues dahin. Teilbeschleunigung bleibt gleich in dem Spiel. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass man irgendwie im Fall die Geschwindigkeit verliert. Ja, jetzt habe ich den Cube natürlich ganz dumm in der Hand. So. Das geht dann darüber zur zweiten Lampe. Jetzt dürfen wir sogar gar keine Fallbeschleunigung brauchen. Im letzten Case, wir brauchen einfach nur den Cube und das Portal. Und der Connect... Nein, ich mach die zuerst weg. Am besten kurz weghören. Okay, ist vorbei. Und zu guter Letzt das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Das war fast ein Trickshot, lol. Hier rein, blaues. Dahin neu setzen, fallen lassen. Geschafft. So kompliziert ist es wirklich nicht. Was zur Hölle? Das war definitiv ausgerechnet. Falls jemand an der Front Fragen hatte. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Mhm. Für dich wahrscheinlich. Immer diese Egomanen, schrecklich. Aber was ist die Lösung? Werde ich zu Kuchen verarbeitet? Sag an. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Naja, fast voll funktionstüchtig. Das hier sieht doch schon wieder verdächtig nach Secret aus, oder? Nee? Ist aber Portal untypisch. Generell sieht es hier so sehr nach Secret aus. Hier kann man überall Portale setzen. Das ist... Haben wir in Portal 1 eine Testkammer gehabt, die so viel Portalflächen hatte? Das ist ja schon krass. Frage ist, ob es das jetzt einfacher oder komplexer macht. Wir haben hier den ersten Laser, den wir nicht mit einem Portal beeinflussen können. Darum würde ich mich gern zuerst kümmern. Ich gehe das jetzt ganz einfach an. Hier haben wir den Laser, der mit einem Portal machbar ist. Und da ist noch ein zweiter, der... Doch, der ist auch mit Portal machbar, okay. Das heißt, wir könnten das hier hinsetzen. Dann den hier hinsetzen. Jetzt haben wir keinen Cube mehr, ne? Das war der letzte. Ja. Das hier ist offensichtlich. Nicht ganz offensichtlich. Moment. Au, 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 nein, 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 nein. Nicht draufgehen. So. Und jetzt haben wir da noch die dritte Stelle, wo ein Laser rein muss. Hiermit kann ich zwei durchs Portal lenken.
Beziehungsweise, dann müsste es aber ins Orangen rein, sehe ich gerade. Oh, mir gefallen die Testkammern gerade sehr. So, beispielsweise, indem ich das hier mache. Damit hätten wir auch zwei. Kann ich den Cube jetzt irgendwie nutzen, wie den aus der letzten Kammer und die Strahlen vervielfachen? Das wäre eigentlich super praktisch. Nein, kann ich nicht. Ich kann mich hier drin auch nicht bewegen. Ist ja schrecklich. Die Tür geht aber nicht auf, wenn ich nur eins kurzzeitig anlasse. Sonst hätte man es auch damit vielleicht wieder schießen können. Obwohl ich im letzten Testraum gelernt haben sollte, dass ich es nicht probieren sollte zu schießen. Obviously mache ich hier irgendwas falsch. Ich kann... Moment, warte. Ich kann den hier aber durchs selbe Portal lenken wie den hier. Dann hätte ich zwei im selben Portal. So. Dann habe ich beide so relativ auf die mittlere Stelle. Also an dem ändert sich nichts, dass er auf der mittleren Stelle ist. Ah, bei dem aber auch nicht. Das heißt, ich würde den zweiten Cube schon wieder hierfür aufbrauchen. Und dann wäre der hier lost. Ich bräuchte eine Möglichkeit, ja genau, das ist dasselbe wie ich eben gebaut habe. Ich bräuchte die Möglichkeit, mit dem Laser hier hinten noch irgendwas zu machen. Oh, Moment. Ah, so, oder? Zack, der dritte kommt dann hier durch. Ah, perfekt. So, jetzt nur gucken, dass ich möglichst nicht nochmal sterbe. Sagt er und springt nochmal rein. Oh, okay. Ja, doch, habe ich mich okay geschlagen. Also, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, aber... Mein Ansatz war gut, mit dem jeder Strahl muss genutzt werden. Dadurch habe ich halt immer gesehen, was ich hier falsch gemacht habe. Hat funktioniert. Nein, die ganzen Begleiter-Cubes. Ja, naja. Ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Wirkt ein bisschen weird, die Aussage, wenn wir bedenken, dass sie, wie gesagt, unsere Mom ist und die ganze Zeit die, ja, in Anführungsstrichen, Jokes drüber macht, dass wir als Baby ausgesetzt wurden. Wirkt ein bisschen nach Unterbewusstsein. Überraschung für dich. Nee. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Jo, hier geht's definitiv überhaupt nicht mehr gut. Wir müssen aber als erstes hier hin und den Knopf drücken, um da einen Cube zu bekommen. Ist. Wer hat das Licht ausgemacht? Wie jetzt? Grüezi. Hi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Okay. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Was? Okay. Wo lang? Ich schließe die Tür. What the hell, Whitney? Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also oh, yes. Oh, yes. Das ist das Feeling. Ja, klingt gut. Okay. Und hier kommt die Spannung auf, die ich im ersten Teil vermisst habe. Als wir vorher abgehauen sind. Nein, was? Nein. Hit. Sie hat mich.
Hä, musste man da nicht lang? Das sah so intuitiv aus, der Weg. Ach nee, das ist jetzt sehr antiklimatisch, dass ich gestorben bin. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Nö. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan. Nö. Fall nicht nochmal auf dich rein. Naja, sie hat es eben bei mir geschafft. Also, für doof genug scheinbar. Upsi. Aber ich dachte, dadurch, dass sich das so aufgetan hat, dass es dann die Schwierigkeit wäre, dass man es in Time schaffen muss, wisst ihr? Deswegen bin ich da intuitiv reingesprungen. Wo zur Hölle muss ich lang? Wheatley, nein! Was? Zur Hölle? Was soll ich denn hier machen? So muss ich raus. Okay, okay. Das war das, was ich im Kopf hatte mit den Portalen. Ah, okay, I remember. Ja, natürlich geht's mir gut. Also irgendwie, keine Ahnung. Bin nur etwas gestresst, aber sonst alles gut. Kann ich kurz einen rauchen nebenbei? Kurze Raucherpause oder so? Okay, nein, Joke. Das tun wir nicht. Aber ich dachte, es wäre witzig wegen dem Stressig. Okay, okay. Don't judge me. Was? Wo lang? Holy shit. Ja. In welchen? Haben wir? Okay, okay. Alter, die ist ja komplett helm gegangen. Holy. Die hat einfach die komplette Anlage auseinandergenommen. Alter. Die war mad. Ja, gut, sie hat auch extra eine Überraschung noch für uns vorbereitet, eine zweite, ne? Ist schon verständlich, dass man da ein bisschen angepisst ist. Teil 5, die Flucht. Schauen wir uns das noch kurz an für den Part. Oh, klasse! Hi. Du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Wir haben hier noch viel zu tun? Das würde ich sagen. Okay. Okay, nicht bewegen. Shit. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Du, Wheatley, dir fällt schon auf, dass sie dich einfach anlügen, oder? Warum? Was ich mich eher frage, warum hat das Licht an meiner Portigan nicht funktioniert? Naja, wie auch immer, wie Wheatley uns hier den Weg durchweist mit seiner neuen Funktion namens Taschenlampe, schauen wir uns nächste Woche an. Bis dahin werde ich hier weiter in Angst hocken. Auf der Hoffnung, dass klar, dass uns der hier daherkommt. Tschüss!